Die persönlichen Aufträge sind ein wichtiger Teil von World of Tanks. Sie sorgen für Abwechslung und setzen euch Ziele. Mit ihnen verbessert ihr euer Können. Aber jetzt gibt es eine zweite Kampagne. Die ursprünglichen persönlichen Aufträge bestehen aus 4 Unternehmen, während die neue Kampagne Zweite Front 3 hat. Diese 3 Unternehmen werden nacheinander freigeschaltet und haben ebenfalls einzigartige Panzer als Belohnungen für ihren Abschluss. Ihr könnt Aufträge beider Kampagnen gleichzeitig annehmen. Wählt einen Panzer, der für beide passt, und zieht ins Gefecht. Die neuen Unternehmen bestehen aus Aufträgen, die in Gruppen unterteilt sind. Aufträge der ersten Kampagne sind durch die Fahrzeugklasse bestimmt. Die der neuen durch Nation. Aufträge können auch weiterhin nur mit passenden Fahrzeugen erfüllt werden. Alle Aufträge haben ein Haupt- und ein Nebenziel. In der ersten Kampagne müsst ihr in einem Gefecht eure Aufgabe erfüllen. Die zweite Front sorgt so für etwas mehr Abwechslung. Bei den Aufträgen für den Excalibur müsst ihr in beliebig vielen Gefechten zeigen, was ihr könnt. Erfüllt ihr die Nebenbedingung, wird euer Fortschritt beschleunigt. Für den Chimera muss man dann wieder in einem Gefecht gut abschneiden. Beim Objekt 279 zählen die Gefechtsserien. Euren Fortschritt für jeden Auftrag könnt ihr dabei nun im Gefecht verfolgen. 14 Aufgaben sind sofort für jede Gruppe verfügbar. Als Belohnungen winken Kreditpunkte, Verbrauchsmaterialien, freie Erfahrung, Premium-Spielzeit, Zubehör, Direktiven und Anleihen. Ihr könnt die Aufträge in beliebiger Reihenfolge erfüllen. Sind alle abgeschlossen, wird der 15. Auftrag freigeschaltet. Sobald er erfüllt ist, erhaltet ihr ein weibliches Besatzungsmitglied und eine Panzerkomponente für die erste Kampagne oder Entwürfe für die zweite. Für ein Premium-Fahrzeug braucht ihr in der ersten Kampagne 5 Teile. An der zweiten Front reichen 4 Entwürfe. Schließt ihr einen 15. Auftrag mit Nebenbedingungen ab, erhaltet ihr einen Befehl. Mit diesem könnt ihr eine beliebige Aufgabe überspringen. Für den letzten Auftrag braucht ihr allerdings mehr als einen. Befehle verschwinden nicht. Man erhält sie zurück, sobald der übersprungene Auftrag ausgezeichnet erfüllt wurde. Nicht vergessen, Befehle gelten nur innerhalb einer Kampagne. Für jedes Unternehmen erhaltet ihr übrigens einen Tarnungssatz und ein Wappen zu den einzigartigen Panzern. Diese Maschinen sind ein Zeichen für eure Leistung und etwas, worauf ihr stolz sein könnt. Stuck 4, T28 Concept, T55A und Objekt 260 warten in der ersten Kampagne. Excalibur, Chimera und Objekt 279 schließen sich an der zweiten Front an. Kommandanten dieser Panzer müssen keinem mehr etwas beweisen. Sie sind ein Zeichen für einen langen, schwierigen Weg, den nicht jeder bestreiten kann.